So, gucken wir uns jetzt das hier an. Was machen wir in den Fällen hier? Nämlich der Fall, dass zwei oder mehr Werte sozusagen auf ein Feld der Hash-Tabelle abgebildet werden. Da gibt es zwei unterschiedliche Ansätze zur Kollisionsbehandlung. Das eine ist die Verkettung, das habe ich hier gerade schon ganz kurz erläutert. Das war also mehrere Elemente in ein Tabellenfeld eintragen können. Dann brauchen wir halt im Prinzip eine Liste, an die wir die dann sozusagen nach und nach dranhängen können. Und das zweite ist die sogenannte offene Adressierung, dass jedes Tabellenfeld kann nur eine feste Anzahl von Elementen aufnehmen. Ja, in der Regel wird das nur eins sein. Ja, und wenn wir eine Kollision feststellen, dann müssen wir halt irgendwie ein anderes Tabellenfeld auswählen. Und das gucken wir uns jetzt an, wie das funktioniert. Fangen wir mit der Verkettung an. Ja, wir haben wieder die Situation, dass wir eine Menge von Schlüsselelementen in die Tabelle eintragen wollen. Ja, und unsere Hash-Funktion bildet jetzt, wie in diesem Beispiel dargestellt, die Elemente K3 und K4 bildet es auf ein Tabellenfeld ab. Die Elemente K2 und K5 werden auf ein Tabellenfeld abgebildet und K1 kommt auch in ein weiteres Tabellenfeld. So, die Operation, die wir dann irgendwie entsprechend anpassen müssen. Wir können jetzt, wenn wir ein Element suchen, können wir jetzt nicht mehr direkt drauf zugreifen auf das Tabellenfeld, sondern gegebenenfalls müssen wir halt in der Liste, die da irgendwie entsteht, müssen wir einmal irgendwie durchlaufen und dann entsprechend suchen. Ja, genau das Gleiche mit dem Einfügen. Auch hier haben wir eine Listenoperation, die wir da gegebenenfalls durchführen müssen und beim Löschen ebenfalls. Ja, mit Listen haben wir uns schon beschäftigt. Ja, da kann man sich jetzt irgendwie überlegen, das wird eine einfach verkettete Liste vermutlich werden, dass das Einfügen vielleicht am Anfang ganz gut ist. Vielleicht möchte man die auch irgendwie sortiert machen. Muss man sich halt überlegen, was entsteht da für ein Aufwand. Das Ziel generell ist ja bei der Ermittlung der Hash-Funktion, dass diese ganzen Operationen konstanten Aufwand haben. Und das wird natürlich dann schwierig, wenn wir hier eine lange Liste haben. Ja, dann kriegen wir das nicht mehr so richtig gut hin. Also Aufwand der Operation. Einfügen. Machen wir uns hier das mal hin. Ja, wenn man immer am Anfang einfügt, ja, also Vorgehen wäre ja, wir würden also jetzt irgendwie ein Element K, sagen wir hier steht K2, K4, K7 und wir würden jetzt K8 würde sozusagen auch hier drauf gehen. Was würden wir machen? Wir würden das Element nehmen, entweder wir haben einen Zeiger auch auf das Listenende, dann können wir es direkt hinten dran hängen, oder auch einfach, wir hängen es einfach hier zwischen, so wie wir das beim letzten Mal mit den Listenoperationen gemacht haben. Wir hängen es dazwischen, biegen den um und haben das Ganze dann in O von 1 Zeit. Ja? Ja, das kriegen wir sicherlich in konstanter Zeit hin. Ein bisschen anders sieht es aus bei den anderen beiden Operationen, wenn wir suchen möchten und wenn wir löschen möchten. Suchen und löschen. Ich bin heute noch nicht so richtig wach. Hängt von Länge der Liste ab. Ja, im ungünstigsten Fall, wenn wir am Anfang anfangen zu suchen, ja, wollen wir genau auf das letzte zugreifen. Das heißt, im ungünstigsten Fall müssen wir einmal komplett durch die Liste durchlaufen.
Und wenn wir uns jetzt zusätzlich noch irgendwie vorstellen, dass die Hash-Funktion ganz schlecht verteilt, dass also sozusagen viele Elemente auf wenige Zellen abgebildet werden, was passiert dann? Also im ungünstigen Fall. Die Elemente durch die Hash-Funktion sehr schlecht verteilt. Und alle Elemente haben den gleichen Hash-Wert. Was passiert dann? Dann ist die Listenlänge gerade n. Das heißt, alle Elemente hängen in einer Liste dran. Und die Laufzeit ist dann natürlich u von n. Werden die Schlüssel aber gleichmäßig verteilt, also wenn das ist natürlich der Anspruch, dass wir sagen, die Hash-Funktion verteilt die Werte in etwa gleich über diese gesamte Tabelle. Werden die Schlüssel gleichmäßig verteilt? Ja, dann ist die Listenlänge, hat ungefähr den Wert, nennen wir es mal Alpha, und zwar Anzahl der Elemente dividiert durch die Anzahl der Tabellenfelder. Ja, das ist irgendwie so ein Belegungsfaktor. Ja, wie aufwendig ist dann, sind dann sozusagen die Operationen, wenn wir das haben? Das passt hier hin, es ist nämlich nicht mehr viel. Ja, also in dem Fall, wenn wir sagen, so, diesen ungünstigsten Fall, den nehmen wir natürlich nicht an, weil wir ja irgendwie eine gute Hash-Funktion gewählt haben. Ja, dann ist sozusagen die erwartete Zeit, oder der erwartete Aufwand, streuende Hash-Funktion. Ist dann bei O von 1 plus Alpha, wobei 1 sozusagen der Wert ist für die Berechnung der Hash-Funktion. Ja, und das Alpha ist die Suche in der Liste. Ja. Genau, das habe ich mal hier zusammengefasst. Ja, wenn wir annehmen, dass die Schlüssel gleichmäßig auf die Tabelle verteilt werden, m ist die Größe der Tabelle, n ist die Anzahl der Schlüssel in der Tabelle, der Belegungsfaktor ist Alpha ist n durch m, hatten wir hier eben schon herausgearbeitet. Ja, und der Annahme des gleich verteilten uniformen Hashings
benötigt er die erfolgreiche und erfolglose Suche im Mittel, ja, 1 plus Alpha. Ja, nicht nur mit der O-Abschätzung, sondern das kann man auch scharf abschätzen. Ja, ist M ungefähr gleich N, ja, so ist Alpha gleich 1. Und dann haben wir sozusagen Listenoperationen, ja, in O von 1. Ja, und dann haben wir die Aussage, dass alle dictionäre Operationen auch tatsächlich in konstanter Zeit unterstützt werden. Der Platzbedarf ist O von N plus M. N ist die Anzahl der Elemente und M ist sozusagen dann nochmal für die Tabelle oder für die Tabellenstruktur mit der entsprechenden Verzeigerung.